Dann geht's los. Mein Name ist Simone Adams, ich bin Winzerin in Ingelheim am Rhein und lebe und liebe Spätburgunder. Das Besondere an den Ingelheimer Weinlagen vor allem ist, dass wir einen ganz hohen Kalkanteil haben im Boden und dass es die Grundlage ist und wirklich das Futter für super gute wachsende Spätburgunderreben. Das Thema meiner Promotion war ja Alterung von Weißwein, am Beispiel von Riesling. Direkt nach dem Abi wollte ich ja eigentlich was ganz anderes machen, weil mir das alles zu langweilig hier vorkam. Und ich wollte einfach raus aus Ingelheim in die Welt sehen. Habe mich aber dann doch irgendwie fernab der Heimat besonnen, dass es total dämlich ist. Und erkannt, wie schön eigentlich der Schatz ist, der hier liegt, wenn man vielleicht was draus machen könnte. Mich dann dazu entschlossen, in Geisenheim Weinbau zu studieren, um mich wirklich intensiv mit der Theorie auseinanderzusetzen, um Winzer zu werden. Ich mache es jetzt seit 6 Jahren, bin noch relativ frisch dabei. Habe aber, glaube ich, durch die Erfahrungen auch vor allem im Ausland viel dazugelernt und damit so ein Ziel vor Augen, dem ich einfach folgen möchte. Meine Weine heißen Kaliber. Es gibt kleine zum Einstieg und große, dann die eben die Speerspitze der Qualität sein sollen. Was auch schon eine Herausforderung ist, diese Kaliber umzusetzen, vor allem bei Spätburgunder. Hoppala. Das ist eine große Aufgabe, aber das ist dann auch eine Herausforderung. Ich kämpfe für einen gewissen Ansatz von Freiheit. Ich bin kein Freund oder Anhänger von Dogmen und möchte auch keinem Dogma folgen. Deswegen gibt es bei mir auch keine Zertifizierung oder irgendeine festgefahrene Idee, der ich einfach blind folge mit Scheuklappen, sondern toll ist, sein eigenes Puzzle zusammenzulegen, um zu einer gewissen Qualität und zu einem gewissen Ziel zu kommen. Der schönste Moment im Weinjahr ist für mich im Frühjahr, wenn aus dem Winterschlaf alles wieder erwacht, alles losgeht und wieder so ein Startschuss erfolgt und man eine neue Chance hat, Neues zu gestalten und die Qualität wieder ein Stückchen voranzubringen.